Hallo, guten Morgen. Also, falls Sie noch nie zu einem Ranchero eingeladen wurden, diesen schwulen Butch Cassidy. Zu ihm passt der Bitch. Manny, du alter Schwanzlutscher, schön dich zu sehen. Du kannst nicht Schwanzlutscher auf einem normalen Fernsehkanal sagen. Redet ihr zu Hause auch so? Oh nein, zu Hause kommen wir nicht so gut miteinander aus. Sind Sie Erasmus Bramble? Allerdings. Ich liebe Ihre Bücher und Fernsehsendungen. Was hältst du von Waffenstillstand? Endlich. Endlich? Du hast noch nie um Waffenstillstand gebeten. Ist dir klar, dass du gerade einen Streit über Waffenstillstand anfängst? Hier steht Erasmus. Der Junge ist dein Enkel. Du hast einen Enkelsohn? Unglaublich, was? An diesem Gesicht wurde nichts gemacht. Wo ist der Vater? Naja, der Nachricht zufolge im Gefängnis. Ein Kind geht gar nicht. Wir konnten ja noch nicht mal auf unseren Yorkshire-Terrier aufpassen. Dank den Kojoten haben wir ein Problem weniger. Ich lebe bei Paul und Erasmus. Sie sind schwul. Es gibt ein paar Wörter, die man nie benutzen sollte, wenn man mit jemandem spricht, der schwul ist. Sag niemals Bill! Und sag auf gar keinen Fall sofort auf! Hallo, ich komme vom örtlichen Jugendamt. Das ist der erste von mehreren Besuchen. Können Sie beide mitkommen? Bitte. Sex Wars, die dunkle Behodung. Dabei wird einem bekannten Film ein leicht zweideutiger Titel verliehen. Bearcock Mountain. Das ist ungewöhnlich, denn der Film handelt ja schon von schwul. Hast du zwei Dads? Denk schon. Ich werde noch vor Neujahr entlassen. Das sollte man nicht übers Knie brechen. Er ist mein Junge. Ich will nicht weg. Hör mir zu, du gehst nirgendwo hin. Das werden wir nicht zulassen. Alles, was man im Leben so braucht. Du hast das größte Herz von allen Männern, die ich kenne. Buttpluggers, ja. Wir werfen sie alle weg. Ist ja sowieso alles online. Was habe ich gerade gesagt?